Ja, schönen guten Tag, meine lieben Unwetterfreunde, und herzlich willkommen zu diesem Anblick. Und das Ding ist noch in den Niederlanden. Da ist eine massive Schelf dran. Und da ist eine massive Ball unten drunter. Ich würde fast behaupten, das ist die allererste Superzelle dieses Jahres. Im Verbund mit dieser Gewitterlinie, die ich euch auf den Karten gezeigt habe, ist das absolut nur awesome, was wir dort sehen. Richtig tief finster. Das ist Wir machen jetzt mal Lowlux aus. Ihr seht, was das für ein Ding ist. Das ist awesome. Und wenn das jetzt nur der Vorgeschmack zu morgen sein soll und morgen der heftige Shit kommen soll. Ich möchte nicht wissen, wie das aussieht dann morgen. Guckt euch das an. Das ist krank, meine lieben Freunde. Da ist eine massive Schelf dran. Und darunter ist das abgesenkte Wolkenzentrum. Oder es senkt sich noch gerade ab. Beziehungsweise es zwiebelt hier ganz ohne durch. Und es kommt schön in diese Richtung. Man sieht aber auch, wie das quellt. Das gesamte Ding ist awesome. Really awesome. Ich melde mich später wieder. Ich würde sagen, sie ist da. Was ein Wöhnkragen. Unfassbar. Was für ein Wöhnkragen. Und was für ein Grau dahinter. Junge, das ist awesome. Da hinten geht nun die Welt zugrunde. Und ich sagte es ja schon mal, wenn diese Zelle, wenn das die Zelle sein soll, die jetzt nur die kleine sein soll, also der kleine Vorgeschmack zu morgen, dann möchte ich nicht wissen, wie das Ding morgen aussehen soll. Awesome. Guckt euch die Shelf Cloud an, guckt euch den Eisschirm an. Das würde ich sagen, ist eine Superzelle, die Astrofix 2 absolut alle Ehre macht. Das ist eine wunderschöne Superzelle, würde ich fast behaupten. Das ist keine standardisierte Gewitterzelle. Und guckt euch an, wie dunkel das da hinten wird. Guckt euch bitte an, wie dunkel das da hinten wird. Das ist Weltuntergangsstimmung da hinten. Das ist wirklich eine Weltuntergangsstimmung. Das ist awesome. Wirklich krank. Und es kommt der Wind jetzt. Es kommt jetzt der Wind rein. Wir kommen jetzt unter den Böenkragen. Wir kommen jetzt unter den Böenkragen. Danny, hier sieht das aus, als wenn die Welt untergehen wird. Ich sag es dir, das ist awesome.
Guck dir das an, das ist Estofix Level 2, Danny. Aber Minimum. Wenn das nicht noch eine 3 wird. Das nennt sich, glaube ich, Estofix 2. I love it. Man merkt nicht, wie die Temperatur stürzt. Ehrlich, jetzt fast 10 Grad gefühlt kühler schon. Das ist awesome. Guckt euch das an. Da hinten im Feld. Wie alles weggeweht wird. Und es wird finster. Unfassbar duster. Das ist Estofix Level 2. Da komme ich gleich wieder ins Stimmbruch hier. Wir sind jetzt richtig unter dem Böenkragen. Ich werde noch ein paar Bilder anhängen. Das ist awesome! Junge, ist das duster! Das wird massiv böse werden! Wir sind jetzt, wie gesagt, gerade unter den Böenkragen! Das Ding hat 110er Böen schon in Eindhoven gebracht. Die Brücke bebt. Junge, ist das awesome! Woohoo! Das heißt zu suchen. Wir sind vollkommen in der Sonnenautobahnzone drin. Es ist awesome. Was Wind. Und wie kalt das jetzt auch wird. Es ist geisteskrank. Geisteskrank, Mann. Und die Blitze, man sieht schon die ersten Blitze kommen. Da ist es noch hell. Und da ist der Anfang des Böenkragens. Das ist awesome. Das ist wirklich awesome. Wie gesagt, da ist der Böenkragen. Puh. Das war eine wunderbare Erfahrung wieder. I love it. Deswegen macht man sowas. Der awesome Shit. Und wie düster das wird, ne? Und da hinten. Boah, das ging ja alles ins Auge. Furchtbar. Ich glaube, da hinten sieht man, wie grün das wird auch. Da hinten ist richtig grün drin. Der Wahnsinn. Was ein Ding.
da ist schon was weggeflogen. Da. Und das wird jetzt immer heftiger mit dem Wind, erstmal noch eine Weile. Wegen dem Böhmkragen, der ist noch nicht drüber. Ja, Wahnsinn, sag ich euch. Ich schwöre, hier geht die Welt unter. Die ersten Blitze. Man will doch keinen Donner hören. Wegen dem Wind. Ich melde mich später wieder. Da kommt gerade ein Mensch. Ja, hier sehen wir richtig, wie der Böenkragen sich jetzt weiter entfernt. Wir sind jetzt richtig schön unterhalb des Böenkragens. Und es hört nicht auf mit dem Wind. Ne? Guckt euch an, auch wie die Dynamik da oben herrscht. Guckt euch die Dynamik an. Das ist irre. Unfassbare Dynamik. Das nennt sich Estofix 2. Und morgen Estofix 3 möglich. Huhu. Julian, setzt sich hier drunter, quält das weiter. Seht ihr das? Als wenn die Wolke runterkommen möchte. Es ist der unfassbare Oberwahnsinn. Das, meine Lieben, hört sich an nach Estofix 2. So sieht Estofix 2 aus. Das waren jetzt gerade Böen von bis zu 110 Stundenkilometer, die angesagt waren. Krasser Shit. Der Sand oder irgendwelche Körner fühlen sich echt an, als wenn du wirklich viel geschlagen wird. Übel. Ja, es ist draußen. Irgendwas fliegt hier rum. Das ist echt der Oberwahnsinn. Leute, ich sag euch. Also wir haben jetzt schon einen Temperatursturz von locker 10 Grad. Eine unfassbare Dynamik oben in den Wolken wieder. Das ist wieder ein bestes Beispiel dafür. Die kleine Wolke, wie sie einfach weggeschmissen wird da oben. Der Oberwahnsinn. Jetzt setzt hier langsam auch der Niederschlag ein. Ich bin jetzt wieder bei mir. Und so langsam kommen dann auch, glaube ich, die Blitze. Aber jetzt im Kern doch näher kommen.
was ein Teil. Sowas haben wir schon lange nicht mehr. Sowas hatten wir schon lange nicht mehr. Der Wahnsinn. Was das für Böen waren. Aktuell angeblich noch 28 Grad, aber das glaube ich nicht. Das ist wirklich massiv abgekühlt. Nach den Böen. Uiuiui. Gesundheit. That is awesome. Jetzt müssen wir es hier warten.
Das ist eine Nummer. Ich bin gerade nebenbei am versuchen, eine Unwetterwarnung los abzusetzen. Nicht wundern. Hui! Ich habe den Eindruck, dass wir noch richtig Spaß ist. Das war mal ohne Geld. Oh. Quarter. Hey, was willst du, ne?
Aber der Regen hält sich echt in Grenzen. Ja, aktuell noch. Wo ist das wieder gereicht? Um die Garage. Ich will schon mal einen Zentimeter zu füllen. Das ist auch schon mal was. Habe ich das Gefühl nur oder ist das irgendwie wieder heller? Verzeihung. Hat es das jetzt wieder übersprungen oder was? Nee, oder? So was hier jetzt, ich glaube, das wird wieder heller. Krass. Ich fühle jetzt noch mal ein bisschen mehr von vorne. Hier können wir jetzt nicht so lange filmen, da steht der Regen direkt drauf. Aber da hinten wird schon wieder heller. Da hinten ist schon wieder alles vorbei. Krass. Da kann man sehen, wie schnell und dynamisch das Ganze zieht. Bekloppt.
Hier hingegen noch komplette Weltuntergangsstimmung. Hier ist wirklich eine Dusche da. Der war schön. Aber die Donner sind echt nice, muss man sagen. Da kann man sich nicht beschweren. Ja. Aber man merkt es jetzt richtig wieder. Die Vögel kommen wieder, fangen wieder an zu singen. Wir wissen schon, was abgeht. Boah! Der war gerade nice. Ich würde sagen, hier ist jetzt vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Das wird dann am Morgen sein. Ich wünsche euch was. Ich sage Ciao mit V. Maske hatte ich mit dabei am Bahnhof. Da die auch unfassbar gut gegen Allergien helfen. Ich sage Ciao mit V. Bye.